So, Vilnius wird angegriffen. Der Tod geht um, das kennen wir schon. Sieht man belagerten Novgorod, das kennen wir. Rundenbericht, wupp. Ein Sturm, das Meer. Admiral Manfred. Oh je. Okay, unseren Truppen geht's gut. Eure Befehle, gefährlich. Kaiser. Kurs, ja, Kaiser. Ja, Flotte bereit. Kurs gesetzt, Kaiser. Sturm auf dem Meer. Ein außergewöhnlich großer und wilder Sturm hat zugeschlagen und mehr Schaden angerichtet, als das Wetter sonst in einer Lebenszeit anrichtet. Ach doch, Soldaten getroffen. Aber das waren Schiffe. Die Besatzung hat es nicht getroffen. Umgekommen durch einen Akt Gottes, Admiral Manfred, Admiral des Meer. Okay, der Admiral ist tot. Eure Befehle, Kaiser. Ja, Kaiser. Ja, greifen an, Kaiser. Ein Sieg für das Reich. Ja, Kaiser. Also ich wünsche, ich könnte die zusammenfassen, Befehle, das geht aber nicht. Egal. Ja? Ich kann automatisch weiter, das ist kein Problem. Befehle, Kaiser. Wir hauen mal die Infanterie ein. Kaiser! Budapest? Nö. Ja, mein Kaiser! Kaiser! Nach Ragusa. Ja! Befehle, Kaiser! Vorwärts! Die zweite kann auch mit. Kaiser! Ja! Marschiert! So, der Kaiser darf einmal Durazzo angreifen. Kaiser. Nun sind sie verloren, Kaiser. Wir sind bereit zum Kampf. Wir haben die Belagerung. Das war der Untergang der Feinde des Reiches. So, nach so langer Zeit gehört uns wieder Durazzo. Ist sinnlos. Das ist eine lange Zeit gewesen. Ja, mein Kaiser. Jawohl. Nähern uns den Feinden des Reiches. Das Reich ist siegreich für das Reich. Ist aber schon mal, was hier im Süden ja, ist. Ja, Kaiser. Jawohl, Kaiser. Oh, interessant. Hier geht's wohl richtig ab. Die Türken scheinen die Mongolen zurückzudrängen, wenn sie hier Nizza haben. Ah, interessant. Wie ein Schatten. Für heute das byzantische Reich ist auch noch Kaiser. Da. Vielleicht können wir mit dem Deal machen. Ich bräuchte mal einen Diplomaten hier. So, dann bauen wir mal hier eine Besatzung. Als die Russen immer wieder angreifen, das passiert ja ziemlich oft hier. Also, Vilnius. Aber das könnten wir schon verteidigen. Krakau? Nö. So, Schiff einmal weiter. Nee, geht nicht. Aber unser Spion könnte an Land gehen. Okay, Nikosia haben sie auch. Zurück an Land. Polen? Was macht der Polen hier? Die Timuriden sind hier. Die Augen des Reichs. Das interessiert mich. Ich bin unterwegs. Polnischer Kardinal. Boah, was immer da unten los ist. So, sind die Schiffe bereit? Ja, Flotte bereit. Greift die feindlichen Flotten an! Sieg! So, nach Süden mit euch. Hier steigt Befehle, hier Kaiser. Schiff rein. Kaiser, alle Mann in die Schiffe! Kaiser, ja, Kaiser! So, noch drei weitere. Dann schicken wir... Kaiser! Befehle, Kaiser! Kaiser!
Ja, es geht schon. Haben wir noch einen Agenten irgendwo? Ja, im Norden. Ja, Kaiser? Wie ein Schatten. Ich fahre morgen fort, ja? Es gehört auch den Polen. Sind die hier durchgebrochen, oder wie? Das müssen wir herausfinden. Ja, das schaffen wir schon. Auch beim Elberhard, du kriegst das hin. Ja, also. Das Reich ist siegreich! Okay, die blockieren uns da am Hafen. Nicht schön. Eure Befehle? Eine Prinzessin, okay. Wir schicken mal den General nach Staufen und den nach Metz. Ja? Da geht's ja gleich schlechter. Also der Tod geht um in Antwerpen. Warum denn da? Na, in der Abtei, da können sie dort beten. Agent entdeckt. Agent entdeckt von Polen. Die machen jetzt ziemlich viele Agenten. Mauren sind fortschrittlicher als ich. Ja, okay, schicken wir die Schiffe weiter. Eure Befehle, Kaiser. Ja, Kaiser. Eure Befehle, Kaiser. Ja, Kaiser. So, Spion, schau mal, was hier los ist. Ich bin unterwegs. Portugal? Was macht denn Portugal hier? Okay, schau mal, was los ist. Ja, Kaiser, ich bin unterwegs. Jawohl, Kaiser. Für heute gehe ich nicht mehr weiter, mein Kaiser. Ich muss mich hier ausruhen. Super merkwürdig. Ich fahre morgen fort, ja? Für das Reich! Ja! Voller Stolz! Soll ich da Wachposten bauen? Nö. Schlage das Lager auf, edler Kaiser! Oh, es gibt noch den Feind. Ja, mein Kaiser! Jawohl! Nähern uns den Feinden des Reiches! Okay, wir brauchen da Verstärkung auf jeden Fall. Morgen ziehen wir weiter, mein Kaiser! Marschiere! Umblickverstärkung. Seid ihr sicher, Kaiser? Nein, ich kann dort nicht hin. Seid ihr sicher, Kaiser? Ja, ich bin mir ziemlich sicher. Das wird unbedingt Verstärkung brauchen. Also zwei Hände nehmen wir auch. Dann tatsächlich eine Rüstungsfertigung. Verbessert Rüstung zu Plattenpanzer. Nur die besten Rüstungsschmiede können sogenannten Harnische anfertigen, die nicht nur außerordentlich praktisch, sondern auch besonders schön sind. Jede Oberfläche und Platte ist so gekonnt geformt, dass nahezu jeder Hieb eines Angreifers am Träger des Plattenpanzers abprallt. Die Herstellung modernster und höchst kleidsamer Rüstung dieser Art erfordert das ganze Können eines Metallarbeiters. Dann machen wir die doch. Ja, Trebok, was bringt uns das? Ja, dann machen wir hier auch einen schweren Rüstungsschmied. Was soll's? So, da schauen wir mal. Vielleicht können wir hier verhandeln mit Bizianz. Vielleicht können wir den irgendwas begrenzen mit Russland hier. Vielleicht. Budapest könnte eigentlich mal einen Trupp nach Osten schicken. Marschiert! Ja, geht sogar locker.
Schicken wir dich mal von der Seite. Ja, Kaiser! Unsere heutige Reise ist beendet, Kaiser! Und das ist die Besatzung, die hier bleiben kann. Das ist kein Problem. Alles gut. So. Gut. Hier kommen wir nicht mit dem Schiff raus. Wir sollten in Rom also ein paar Schiffe herstellen. Ja, so, die können Flotte bereit. Kurs gesetzt, Kaiser. Damit wir die maurische Blockade hier brechen können. Das wird schon wieder blöd. Die belagern uns die ganze Zeit. Es wäre nicht so schlimm, wenn wir nicht mal Einheit verlieren würden. So, zurück mit der zur Brücke mit euch. Hier geht wieder rein. Ja, mein Kaiser. Ja, Kaiser. Eure Befehle. Ja, Kaiser. Ja, greifen an, Kaiser. Verlassen die Armee, Kaiser! Okay. Das wird sogar ziemlich schwierig für uns. Versuchen wir es. Henry, du kriegst es hin. Dieser Tag gehört dem Reich. Auf in die Schlacht! Wir werden uns nicht ergeben. Erzbischof. Der Feind erringt die Oberhand! Natürlich im Regen, weil sie die Kanonentürme dadurch. Die schießen dann ein bisschen ungenauer. So, aber wir werden uns nicht ergeben. Die ersten Mauern sind sowieso weg, nicht wahr? Ja, Katapulte und so weiter. Wir schicken also nur Kavallerie nach unten. Kommt schon. Ach, komm schon. So. Gut. Hat die 31er hier hin. Die 29er dort. Sehr gut. Dann haben wir nochmal die 31er, oder? Ja, wir haben zwei davon. So. Da ist kein Turm, das heißt die 18er kommt dahin. Hier an der Mauer, da kommen sie ja gar nicht erst hoch, nicht wahr? Nee, das Gebäude. Hier können wir einfach so wegballern. Das heißt, dort könnten wir die zum Beispiel die Einheit da hinschicken. Die ganzen Türme dürfen dort feuern. Ist das auch ein Turm? Ja. Nee. Ja, da aber. Hier auch, falls wir von der Seite her hin wollen. Ja, lassen wir die einfach da rumstehen. Suchen wir noch ein paar Einheiten. Ach, der General selber. Kann hier stehen, damit der aktiv ist. Erstmal. Und die können hier die erstmal aktiv halten. Beziehungsweise hier. So, haben wir noch welche? Hier sind aber gar nichts mehr. Na dann. Es wird laut. Ja, so laut ist es nicht. So, die haben natürlich ein richtiges Problem. Die müssen hier weg und die ganzen Türme feuern auf sie. Ich frage mich, was hier ist. Ein Rambock. Schwertkämpfer Miliz. Oh, schon ein guter Treffer.
Vielleicht kriegen wir noch einen Treffer hin. Fernkampfkavallerie. Nee, wir gehen kein Risiko ein. Aber dadurch verlieren wir den gesamten unteren Ring. Schade. Das heißt, ihr meldet euch jetzt hier oben. Bis auf die. Gut. Der Feind hat einen Rambock an unseren Toren! Okay, das da unten ist Kavallerie, das geht. Des Feindes okay, das haben unsere Mauern erreicht. Die wir dann verlieren. Gott, oh nein! Mist. Der Rambock des Feindes hat die Tore durchbrochen! Also auch weg mit dir. Wir müssen jetzt alle retten, die wir hier haben. Verdammt! Die Infanterieeinheit unsere Mauern geht hier wurden hoch. Eingenommen! Einmal dahin. Ihr müsst euch mal opfern. Attacke! So, die unteren Kavallerieeinheiten kommen jetzt auch mal nach oben. Der Ring ist jetzt leider verloren. Wir werden verloren. Besiegt! Wir müssen die Taktik ändern! Okay, wir haben schon Hauptmann weggeballert. So, die sind alle im zweiten Ring. Die hinteren kann aber weg, genauso wie die hier. Ja, die schießen auch nicht mehr. Die können jetzt auch alle nach drinnen. So, dann darf man sämtliche Infanterie hier hin. So, Position halten. Und hier nicht. So, die Kavallerie ist halt schnell, die kann halt schnell hier verschwinden. Das ist noch Kaufmanns Händlerkavallerie, oh Gott. Ist ja furchtbar. Ist ein Turm? Ja, ist er. Schau ich mal, ob wir den aktivieren können, indem wir da hingehen. Oh, wow. Sämtliche Kavallerie einmal dahin. Sämtliche Infanterie dahin. Weg mit denen, das ist ja, das darf nicht sein.
Ihr bleibt noch hier und hält die aktiv. Diese Schlacht läuft schlecht für das Reich. Wir müssen das Blatt zu unseren Gunsten wenden. Die wollen jetzt unbedingt rein. Gut, geschafft. Weg mit denen. Zur Infanterie wieder nach oben. So, ihr bleibt da. Ihr bleibt bei dem Turm. So, eine Einheit haben wir dort. Und die andere bleibt hier. Warten sollen. Wo ist überhaupt mein General? Sag auch mal hierher. Ach, der wartet hier. Okay. Die Einheit brauchen wir da. Okay, Gebäude verloren, aber wenn wir durchgehen, ist es unser, ja? Nee, ist falsch, ist schon unser. Zurück, wieder rein mit euch. So, was ist denn das da unten? Was ist das? Weg da! Was ist der Blödsinn? Wie es scheint, werden die von der Seite hier angreifen, weil sie durchbrechen. Das heißt, wir werden unsere Kanonen hier aufstellen. Kann ich die nicht irgendwie dazwischen reinsetzen? Das sieht gut aus. Die Einheiten halten. Verflucht! Der Feind rammt die Tore ein! Okay, das ging schnell. So, aber schicken wir mal sämtliche Kavallerie nach oben. Ja, weg dort. Seid bereit, um den Ausfall dann später zu machen, falls irgendeine Möglichkeit da ist. Zum Teufel! Der Rambock des Feindes ist durch unsere Tore! So, die 21er-Einheit geht mal hier hoch. Ich habe leider nicht gesehen, ob der Turm noch aktiv war oder nicht. Die Hellebardiere müssen hier warten, so ein Bereich freilassen, dem die Einheiten sich sammeln können. So, wo ist meine vorderen Haupt? Wir müssen hier hin. Also jetzt speuern meine Kanonen nicht und das ist ein bisschen schade. Ah, der Turm ist tatsächlich aktiv. Dann lassen wir die Einheit da drüben.
So, wollt ihr das Tor nicht zumachen? Wäre nämlich echt schön, wenn ihr das Tor zumachen würdet. Ja, nein. Der feindliche General flüchtet, dieser Feigling! Vorwärts! Und zermalmt den Feind! Ja, warum geht das Tor jetzt nicht zu? Ja, Tor verloren, weil da Kavallerieeinheiten konnten das jetzt einfach erobern. Ja, was sind das jetzt? Ruhig marschiert. Was denn mit der Einheit? So, wieder rein mit euch. So, haben wir den jetzt wieder erobert oder nicht? Zum Teufel! Der Feind hat Leitern an den Mauern! Zeigt ihm Stahl! Ja, die Leitern sind irgendwo. Okay, die Einheit geht mal da nach oben. So, das Tor erobern. Hau mal schnell diese spanischen Ritter dort weg. Und ich kann das Tor nicht mehr erobern. Vielleicht liegt es auch in der Falon. In der Falon Hauptkolonie? Vielleicht deswegen? Ne, das Tor geht aber nicht mehr zu. Ist kaputt. Einfach kaputt gegangen. Kann ja passieren. Leider jetzt in diesem Moment. Befehle ausgeführt, mein Herr. Ein Alter, marschier! So, General wieder zurück. Weg. Der feindliche General flieht! Er hat keine Ehre! General, magst du vielleicht von dort weg, damit die Kanonenfeuer feuern können? Ist das ein Spanier? Okay, das ist ein Spanier, ich dachte schon. So, feuern wir die einfach mal weg. Das ist unsere letzte Chance, hier überhaupt zu gewinnen, mit den Kanonen. Diese Schlacht läuft schlecht für das Reich! Wir müssen das Blatt zu unseren Gunsten wenden! So, Feuer einstellen. So, Speerträger, geh weg. So, ich baue die Einheit da drüben. Die auch ein paar da drüben. Die Tore sind gefallen!
Ja, na Siki. Die sind durch die geschlossenen Tore natürlich rein. Muss man wissen. Also die Vorderen kann sich auch mal dahin stellen. So, Feuer einstellen. Irgendwas geht hier kaputt. Na was? Ja, ein Stück der Mauer geht kaputt. Ach, die wollen sich durchschießen. Okay. Warum auch immer hier? Also, wir haben aber eine Chance, wenn wir so weitermachen. Der Feind hat die Hälfte seiner Armee verloren. Okay, Vorland Hopp haut die mal weg. General haut die mal weg. Ja, was immer das sollte. Ich sollte die Vorland Hopp hier als Eingreiftruppe haben. Wie unser feiger Feind rennt! Zeit, den Angriff voranzutreiben! Der Feind hat Leitern an den Mauern! Zeigt im Stahl! Boah, ist das frech. Auflösen rein da. Einer hat Stopp. Stehen etliche extra direkt vor uns und um dann auf uns zu feuern. Nicht wahr sein. So, diese Schlacht läuft schlecht für das Reich. Wir müssen das Blatt zu unseren Gunsten wenden. Wirklich Leitern hingestellt. Das ist schlecht. Es ist sehr schlecht. Können die Kanonen doch feuern? Nein, können sie nicht. Stopp, Kanonen, stopp, 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 stopp. Alles Armbrustschützen und Pikeniere. Wagen wir es. Kavalier nach draußen. Ja, erstmal hier raus. Weil wir haben jetzt nur eine Chance. Wo ist die Infanterie? Okay, Eingreiftruppe rein da. So, der General kommt mit. Hau die weg. Diese so, Kanonen feuern. Schlecht für das Reich. Wir müssen das Blatt zu unseren Gunsten wenden. So, jetzt kommen sie. Hau die weg. General, weg da. Schnell, schnell, schnell. Eingreiftruppe nach hinten. Volltreffer. So, das sind die Pikeniere hier. So,
Angreiftruppe hier zum Eingang. Oh, das kriegen wir hin. Ein bisschen länger durchhalten. General flieht. Er hat keine Ehre. So, Kavallerie weiter. Ihr haut jetzt einfach hier hinten rein. Diese Schlacht scheint sich zu unseren Gunsten zu entwickeln. So, General, kommt mit nach draußen. Der feindliche General flüchtet, dieser Feigling! Vorwärts! Ein feindlicher General wurde von den Truppen unseres Reiches gefangen. Sind wir uns sogar in Hamburg verloren. Aber da braucht diese eh nicht mehr. Kanon neu aufstellen. Wir können vielleicht von hinten drauf feuern. Auf die da oben. Okay. Auflösen und hauen die da weg. Seht, wie unser feiger Feind rennt! Zeit, den Angriff voranzutreiben! Jetzt haben wir es tatsächlich geschafft. Das ist nicht noch eine Armee. Nee. Die fliehen. Sehr gut. Drei unterschiedliche Armeen auf einen Schlag vernichtet. Das hat man auch nicht oft, dass da so ein Bündnis herrscht. Unser feiger Feind rennt! Dieser Tag wird in die Annalen des Reiches als einer der größten Siege eingehen. Mhm. Leibwache des Generals. Henry hat's gut gemacht.